Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Dimensional Dive. Yeah, wir haben hier in der Mine recht viel gefunden. Ja, okay, nicht ganz so viel, aber ich möchte noch ein paar Diamanten finden hier unten. Dafür haben wir uns wieder ausgerüstet mit Spitzhacken. Und mal schauen, wie lange ich noch weitermachen kann, ohne ein Backpack zu machen. Muss wahrscheinlich da nach oben. Ah, nun gut. Aber hier unten ist auch viel zu holen, viel zu finden. Das stimmt mich glücklich. Ja. Heute der dritte Part von diesem Projekt. Dann kommt das ein bisschen öfters. Schön, schön. So, kommt kein einziger Diamant. Sind die so selten geworden? Ich möchte gern mal schauen, was da in der Schlucht drüben ist. Irgendwo hier. Ja, okay, das ist gerade ein schlechter Punkt. Da müssen wir sowieso nach oben. Irgendwie hier oben. Na, noch ein bisschen weiter rüber. Eigentlich müsste es jetzt hier oben sein. Ich weiß es nicht. Es muss hier oben sein oder hier unten. Hä? Ich muss ein bisschen weiter nach drüben. Genau. Jetzt ist es doch weiß hell. Jetzt muss ich nach oben. Da ist doch Lava irgendwo. Die Map ist irgendwie falsch. Kohle, zeig mir den Weg. Hä? Wo ist du so weit nach oben? Ja, dann werde ich es nicht suchen. Ich habe keinen Bock jetzt hier alles kaputt zu machen. So, jetzt müssen wir suchen. Wir gehen da mal drüben weiter. Hier haben wir auch wieder diese Shards. So. Jetzt hören wir hier auch was. Das ist besser zum Hören. Ich mach's mal ein bisschen kurz lauter, damit ich es besser höre. Das muss jetzt direkt hier oben sein. Ja, hier. Ja, hier finden wir es, aber das ist gar nicht die Schlucht. Hm. Wir nehmen hier das Gold mit und gehen mal hier rüben hin. Hier unten irgendwas? Nö. Ah, das sieht man. Sodele. Wo ist denn das Wasser, das abfließt? Okay, lassen wir es. Es ist verwirrend, die Map ist wahrscheinlich nicht ganz unten. Dann ist es ganz weit oben, die Schlucht wahrscheinlich. Oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Wir machen jetzt einfach mal hier weiter einen Strich durch die Landschaft, durch die Map. Bis wir Diamanten finden. Vielleicht ist dort vorne noch bei der Höhle, vor allem die rechts oder so. Ja, Zinnebar kam mir nichts raus, aber war am Weg. Ich glaube, das findet man genug.
So, hier mache ich mal eine Treppe nach oben. Da hört man auch irgendwas. Eine Spinne, die verreckt irgendwie. So, ich muss zur hellen Stelle gehen. Hier nach Nord, nach oben. Ah, schau mal. Wieso bekommst du Schaden wegen einem Ohrberry? LOL, ein Creeper auf einer Spinne. Deshalb. Seit wann geht das? Das ist Hexerei, Zauberei. Weg mit dem Vieh. So, hier haben wir alles entdeckt. Dann nehme ich die Chimera, Chimerit-Ohr mit. Gut. Da ist die Schlucht. So finde ich das von unten nicht. Weg. So. Mushroom. Tin haben wir nicht. Wir tun hier mal den Stein wieder rein. Ich weiß nicht, wieso so viel Cobblestone sein muss. Eine Witch, die sich regeneriert, okay. So. Ah, hallo, schöner Hut hast du. Wieso kann der schießen, obwohl er im Knockback ist? Bitumenohr. Ich frage mich, was solche Mods eigentlich hier drin machen im Modpack. Weil die auch schon ein bisschen zu viel Sachen haben, die nicht passen. Aber nun gut. Ist ein Modpack von einem Modentwickler, der wahrscheinlich Geld von dem Modarbeiten bekommt dafür. Und sie dann einen Damm einbaut oder so. Keine Ahnung. Silber. Silber nehmen wir mit. Das weiße Gold. Ah nein, das ist Platin. So, also gehen wir wieder zurück. Haben wir genug von dieser Schlucht. Aber wie kommen wir jetzt wieder zurück? Wo sind wir überhaupt rausgekommen? Irgendwo hier oben, hä? Ja, da kommen wir sicher irgendwie runter. Oh nein, bitte nicht so ein Flugtier wieder. Nein, kein Bock. Kein Bock. Genau, bekommen mal ein bisschen Schaden. Sehr schön. Nein, von hier sind wir nicht gekommen. Bekomm du mal ein bisschen mehr Schaden. Hey, wieso habe ich jetzt keine Nahrung mehr? Ich habe null Nahrung. Okay. Ich mache mir jetzt hier eine Wasserfestung. Und grab mich hier rein. So, Salpete nehme ich auch mit. Gut. So, meine Eule, du bleibst bitte draußen. Ich habe vergessen, Nahrung zu machen. Das sollte man nicht vergessen. So, ich muss runter wieder auf Ebene. 11. Hier runter. Irgendwo haben wir es ja gebuddelt. Ja, noch ein bisschen weiter. Jetzt sollten wir eigentlich dann drauf kommen. Ah. Schlimm, schlimme Folge. So. Da sind wir wieder auf 11. Jetzt gehen wir zurück. Den Rest werden wir noch ein bisschen buddeln.
aber hier ein bisschen zurück abhauen von diesen Monstern. So. Noch Eisen. Ah, da können wir eigentlich gleich hier drüben weiter buddeln. So. Noch ein bisschen buddeln. Heute ist die Buddelfolge. Buddelfolge Speziale. Das ist schön, oder? Das ist schön. Gold haben wir auch schon recht viel. 12. Ja, ist so cool. So, Dele. Oh, nicht schon wieder so ein Stein. Weg damit. Zum Glück sind die noch leicht abzubauen, wenn sie nicht gehen. Wenn man zum Beispiel Diamanten mit einer Steinspitzhacke abbaut, dann geht es ja viel länger. Oder Obsidian mit einer Holzspitzhacke. Wir haben kein Essen. Wir sind so arm. So unendlich arm. Was ist das? Silber wieder. Dann nehme ich das Ding weg. So. Silber mitkommen. Wieso werden die Items neben mir nicht eingesammelt? Protheum ist von Metallurgie. Okay, brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Und wann finden wir Diamanten? Hä? Wann finden wir Diamanten? Wo sind meine Diamanten? Hä? Die wurden wahrscheinlich so selten gemacht. Und dafür andere Mods sehr viel häufiger. Oder sie nehmen irgendwie den Platz weg. Kann auch sein, dass die anstelle von Diamanten gespawnt werden. Das ist immer problematisch bei solchen Mods. Sudeli. Noch einige Zeit werde ich dann wieder rechts gehen, damit die schneller dann zurück sind. Es wird ja nicht nur eine Abbaufolge sein, eine Mining-Folge. Ah, die Folge ist noch lang. So, Dele. Ja, hier werden wir rübergehen. Blödes Zinnoberrot. Mega Kacke. Ja, können wir nicht mehr rennen. Hä? Können wir schon nicht mehr rennen oder was? So. Dann Waffe auspacken. Und suchen. Hier noch ein bisschen Kohle abbauen. Weil hier irgendwo ist ein Skelett. Chimerite. So, das ist Kupfer. Hm. So, dann hier weiter, da haben wir auch noch Chimerite. Sehr schön. Ich frage mich, für was wir das brauchen. Oder ich muss hier hoch und dann hier hoch. Ja, genau, hier ist das mit dem Ding.
Dann sind wir von hier oben gekommen. Da muss ich mich mal hochbuddeln. Irgendwie. So. Das. Genau, wir haben es gefunden. Und es ist Nacht! Was für ein Wunder! Es ist Nacht. Und überall sind Zombies. Das ist nicht gut. So, gute Nacht. Ich schlafe jetzt eine Runde. Bis gleich. So. Ich brauche Essen. Das ist ein Dorfbewohner Zombie, okay. Ja, kommt mal. Angezombie. Wir sterben, glaube ich, bald. Ja, genau, leck. Vampirik. Okay, da sind recht starke Zombies dabei. Lieber mal ein bisschen Rottenflash. Oh, wir haben Hunger. Oh, welch Zufall. Wo bist du? Da bist du, Raspberry, du böses Raspberry. So ein böses Raspberry. Du musst unbedingt mit dem Ding heiraten. Mit dem Juice heiraten. Komm, zusammen werdet ihr zum Raspberry Juice. Sehr schön. Auch noch trinken einen. So, dann schauen wir mal. Machen wir alles rein, das ich jetzt gerade nicht kenne. Die Büsche möchte ich gerne mitnehmen. Haben wir nur zwei Büsche? Da oben ist noch Aluminium. So. Gut. Ich möchte gerne die Sachen, die Erze da runter tun, die wir verbrauchen könnten. Und das Goppel weg. So. Und hier. Gut. Dann schauen wir mal, wo wir den Keller gemacht haben. Der muss irgendwo hier sein. Da ist er, ja. Genau, das ist. So. Gut, dann machen wir mal das Eisenzeugs hier weg. Und machen hier mal einen Tunnel. So, es ist das Aluminium, ist das. Okay. Und hier haben wir noch roten Infused Stone. So. Sehr schön. Weiter graben. Ich hoffe, dass keine Monster spawnen hier drin, weil es jetzt groß wird. Aber wieso müssen die in der Nacht, wieso müssen die dürfen die kein Licht haben? Das ist ein bisschen unfair. Das ist Underseed von Schüssel 2. Schüssel 2 einfach der Nachfolger. Ich weiß jetzt nicht, wieso sie eine 2 hinten dran machen. Vielleicht haben sie es überarbeitet. Oder so etwas. Diorit haben wir auch. Mabel. So, jetzt hätten wir hier mal Dinge anpflanzen. Aluminium machen wir hier. So, der Rest machen wir hier noch Iron. Haben wir hier noch zwei? Nein, dann gehen die zwei hier hinten nach vorne. Ich möchte ein bisschen Ordnung, damit ich weiß, was wo ist. So, dann mache ich hier 10.
Und Gold. Sehr schön. Der kommt mal mit. So, schlaft gut. Ich hoffe, die wachsen auch. Ich hoffe, es ist nicht zu weit weg. So, nein, nicht so. Ach komm, blöder Loot. Ja, genau. Geh weg. Ja, die sind noch nicht reif. Gut. So, Abkürzung gemacht. Also, wir wollten einen Koppel hier unten hin tun. Alles, was jetzt vom Baumaterial ist. Silber, Zinn. Kommt hoch. Die können rein hier. Gut. Dann mache ich lieber den hier weg. So. Das hier rein. So. Machen wir mal Terrestrial auf. Oh, schön. Ein Bahn. Haben wir auch noch. Also, Garten kümmern. Kümmern wir um den Garten. Nein, nicht so. So, genau. Geht immer ein bisschen drüber. Ich werde jetzt mal den Bogen abdingen. Der braucht zu viel Platz. Und bis wir einen besseren Bogen haben, brauche ich ihn nicht. So. Das Weizen kommt mit. Kommt mal. So, ihr Kuis-Muis. Und die zwei machen schön Kindchen. Sehr gut. Dann nächstes Mal haben wir dann zwei. Geht mal weg. So. Und wir haben bald Level 30. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Bogen mal reintun hier. Weizen. Nein, der kommt hier hin. Und jetzt fragt sich, was wir noch machen sollen. Ich kenne die Rezepte halt nicht. Tink. Also Tinker. Tinkers Construct. Ich muss mal wissen, was hier so ist. Ja, machen wir mal Toolstation, oder? Pattern. Mit Stick und Ding, okay. Nehmen wir mal das Holz. So. Machen wir mal ein paar Patten. Dann einen Tisch. Also, Tool Station ist so. Crafting Station ist. Ich kann. Na doch, ich kann. Tool Station. Sehr schön. Und wie war das? So, Crafting Station. Crafting Station, Tool Station. Mach ich mal drauf. Und jetzt eine Spitzhacke. Und wie?
und left. Ich weiß nicht, wie das geht. Geht nicht. Okay. Materials and you und weaponry modifiers. Ja, können wir leider nicht machen. Nun gut, dann machen wir mal ein bisschen mehr. Dann wäre das ein Part Builder, Pattern Chest. Eine Kiste und Blank Pattern. So. Eine Kiste. Was haben wir noch? Stencil Table. Könnten wir auch noch machen. So. Und was ist denn das für ein Tisch? Den machen wir mal. Machen wir mal hier hin. Aha, das ist so einer der. Das ist zum Verschmelzen oder was? So. Dann machen wir den hier drauf. Wir müssen einfach dran denken, dass der unten drunter dann ist. Gut, dann haben wir auch ein bisschen Tinkerl-Konstrukt gemacht. Das andere müssen wir halt finden. Was haben wir denn noch für Mods? Ja.